This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Ayo, this is a true love. Hi Leute, Rolladics hier. Heute wollte ich mal euch erzählen, wie ich eigentlich zu einer Rohkosternährung gekommen bin, was so die Auslöser für mich waren und wollte das Ganze mal mit euch teilen. Also bei mir hat das Ganze eigentlich begonnen. Vegetarier wurde ich mit 15. Vegetarier wurde ich nur einfach wegen ethischen Gründen. Mir war das nie vorher bewusst. Ich meine, man kriegt es einfach immer sein ganzes Leben lang. Du wirst gar nicht bewusst, dass du wirklich Tiere isst, dass dafür ein Tier sterben musste. Und mit 15 bin ich halt mal so langsam drauf gekommen, dass ich dann gesagt habe, nee, ich möchte es nicht mehr essen und habe dann seitdem kein Fleisch mehr gegessen. Und ja, dann mit 19 irgendwann, also 4 Jahre Vegetarier gewesen. Dann habe ich im Studium einen Veganer kennengelernt, vorher nie einen Veganer kennengelernt. Und dann erstmal so drüber nachgedacht. Vorher immer alles so vegan im Internet irgendwie weggeklickt und so. Und damals noch voll extrem gewesen. Und mittlerweile ist vegan ja auch schon wieder mehr im Mainstream angekommen. Vegan ist noch mehr so das Vegetarische vorher. Und ja, dann eben einen Veganer kennengelernt und dachte ich mir so, ja, warum macht er dann vegan? Und dann ein bisschen über vegan informiert und seitdem direkt vegan gegessen und halt auch wieder wegen den Tieren dann einfach. Ja, so mit Gelüsten zum Beispiel. Vorher Fleisch oder so habe ich nie wirklich gegessen. Also Fleisch habe ich so vom Geschmack her nie wirklich gemocht. Was ich gegessen habe, war Schnitzel und Bratwurst. Beim Schnitzel schmeckst du nur die Panade, das Fett und bei der Bratwurst genauso schön mit Ketchup oder so. Ich war nie irgendwie ein Fleischesser oder so. Sauerbraten und sowas habe ich alles nicht so wirklich gemocht. Schnitzel wegen der Panade eben, da wollte ich einfach nur das Fett und das Ganze. Das war das, was ich so nachgegiert habe. Und als Vegetarier habe ich dann eben sau viel Käse gegessen und so. Käse war das, was ich wirklich geliebt habe und den Geschmack finde ich auch immer noch einfach göttlich. Und aber dann, als ich dann eben vom Kopf her das dann so Klick gemacht hat von den Tieren her, ich konnte dann nicht mehr in Käse reinbeißen oder so. Ich kann nicht mehr in Käse reinbeißen oder tierische Produkte und das genießen. Und ich habe dann einfach von einem Tag auf den nächsten konnte ich dann auch nicht mehr in Käse reinbeißen. Und dann habe ich halt seitdem mich vegan ernährt. Im November bald 5 Jahre. Und seit einem Jahr eben, also 4 Jahre komplett vegan. Und dann jetzt letztes Jahr im November habe ich dann auf Rohkost umgestellt. Und vegetarisch vegan war eben am Anfang einfach nur ethisch bei mir wegen den Tieren. Und das konnte ich einfach nicht mehr essen dann. Und dann habe ich aber gemerkt, mit der veganen Ernährung, dass es einfach alles so viel schneller geht. Du kannst dich so schneller, viel schneller erholen beim Sport. Du hast einfach viel mehr Energie. Der Schlaf ist besser, weniger Schlaf. Und es ist einfach alles ein bisschen besser geworden. Und dachte ich mir so, ja, erzählt dir noch jeder irgendwie, vegan ist gar nicht möglich in Deutschland. Na klar, jeder isst Fleisch und so. Millionen von Indern leben so seit Generationen. Sowas bekommst du ja gar nicht mit, wenn man mal reist, mal rauskommt, kriegt man erstmal mit, andere Völker, andere Länder, andere Sitten, die leben komplett anders und die halten das, was wir hier machen, für völlig unnatürlich, für völlig abstrus, völlig wirr und verstehen das gar nicht, was wir machen und wir verstehen das nicht, was sie machen. Einfach nur, weil man es von der Kindheit an gewohnt ist und sich nie dann wirklich selber mit einem eigenen objektiven Blick da mal mit auseinandergesetzt hat. Und ja, mit vegan habe ich dann eben gemerkt, dass es einfach gesundheitlich immer besser geht. Dann habe ich nach einer Zeit immer weniger Salz gegessen, immer mehr vollwertig pflanzliche Sachen gegessen, weniger Zucker, keinen raffinierten Zucker mehr, kein raffiniertes Salz mehr. Und dann immer mehr diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, Soja, Seitan und das Ganze immer mehr weggelassen. Und dann auch immer mehr in eine Rohkostrichtung schon gegangen. Und irgendwann auch mal so ein Video von Markus Rotkranz dazu gesehen. Hat mich dann auch so ein bisschen fasziniert. So verrückter Typ eigentlich, finde ich. Aber
Aber es stimmt schon, alles, was er gesagt hat, hat Hand und Fuß und es funktioniert einfach. Halt irgendwie eine verrückte Army-Aufmache so, aber es funktioniert. Und das hat mich dann auch so ein bisschen fasziniert, so diese Videos, aber das habe ich am Anfang nur mal so nebenbei geguckt und dann mal ein bisschen mehr grüne Smoothies immer oder so getrunken. Und dann, weil ich nie abnehmen wollte, eben habe ich am Anfang so mit 80, 10, 10 angefangen, 3000 Kalorien und dann immer mehr Rohkost eingebaut. Dann habe ich aber gemerkt einfach, dass das nicht so der Sinn ist und dann habe ich doch mal mich ans Fasten dran getraut. Wollte ich eben nie machen, weil ich einfach immer so dünn war und dachte, hey, dann nimmst du noch mehr ab und so weiter. Und mittlerweile habe ich einfach festgestellt, dass es nicht am Fasten liegt, dass du abnimmst, dass die Zusammenhänge einfach ganz anders sind. Und ja, dann bin ich letzten November, letztes Jahr, 2014, habe ich dann mit Fasten angefangen, habe dann 3 Tage Wasserfasten gemacht. Und ja, ersten ein, zwei Tage ziemlich Kopfschmerzen gehabt und danach einfach so eine Energie beim Fasten auch. Ich habe dann 4 Stunden geschlafen, bin 6, 7 Stunden gelaufen tagsüber und war nicht müde. Und ja, und seitdem halt komplett roh und jetzt immer mehr nach schleimfreien Heilkost von Arnold Ehret. So daran halte ich mich, orientiere ich mich ein bisschen oder Galina Shatalova finde ich auch sehr interessant. Und obwohl ich bei diesen ganzen Systemen, es inspiriert mich halt, aber ich bin nie festgefahren auf ein irgend so ein Ding oder so. Und ich denke, da muss man immer schauen, was gerade in dem Moment für einen richtig ist und da ein bisschen auch auf die Intuition hören, soweit sie schon im natürlichen Zustand ist.